Herzlich willkommen zu dieser Sonderserie über den zweiten Korintherbrief. Den Referenten Franz Heidenthaler konnten wir als christliche Gemeinde in Grassau zu unserer Gemeindefreizeit dafür gewinnen. Er legt diesen Brief in 7 Abschnitten aus. Dabei hat mich beeindruckt, wie er als Lehrer und Seelsorger uns diesen Brief ans Herz gelegt hat. Franz hat da wirklich eine Gabe von Gott bekommen. Deswegen möchte ich auch dir, lieber Zuschauer, diese Vorträge nicht vorenthalten. Mehr von ihm findest du in der Videobeschreibung. Wer mit ihm in Kontakt treten möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben. Hier ist meine Mailadresse. Und deine Mail werde ich dann natürlich weiterleiten. So, nun kommt Franz zu Wort. Viel Segen dir beim Zuhören und darüber nachdenken. Mein Ziel ist, dass wir den zweiten Korintherbrief überblicken, ergreifen. Am Schluss dieser 7er Reihe ein bisschen praktischerweise Inputs zum Bibelstudium anhand von diesem zweiten Korintherbrief geben. Und nichtsdestotrotz, dass wir die Einheiten begreifen und dann natürlich praktisch für unser Leben anwenden. Also das ist, wie immer, wer mich kennt, mein Ziel. Jetzt haben wir in der ersten Einheit die Einleitung. Und ein paar Fakten müssen sein, damit man den Brief in Raum und Zeit besser versteht. Wenn wir mal gemeinsam lesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die ersten 11 Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so sei es um eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Unsere Hoffnung für euch ist fest, es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welche uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt, auf das für die mittels vieler Personen uns verliehene Gnadengabe durch viele für uns Danksagung dargebracht werde. Ganz kurz, ein paar Minuten zum Verständnis, zur Entstehung, zum Hintergrund. Korinth, hier abgebildet, zur Zeit des Paulus, eines der wichtigsten Handelszentren Südgriechenlands. Diese Gemeinde in Korinth ist auf der zweiten Missionsreise ca. 50 bis 52 nach Christus entstanden. Und genau an diese Versammlung, Kapitel 1, Vers 1, Paulus und der Timotheus an die heiligen Korinth, ergeht dieser Brief. Und weiter steht dann an alle Heiligen in ganz Achaia. Also Achaia ist die ganze Provinz. Also speziell an die in Korinth und an alle Heiligen in ganz Achaia. Die Hauptstadt Korinth mit der Provinz Achaia. Und ich finde es ziemlich spannend, in der Apostelgeschichte 18 entsteht diese Gemeinde. Da liest man das, wie das entsteht. Und es gibt erhebliche Schwierigkeiten beim Entstehen der Gemeinde und der Paulus hat irgendwie, der große Apostel Paulus hat irgendwie Zweifel und Kämpfe und Nöte und Gott stärkt den Apostel und Gott sagt höchstpersönlich zu ihm, bleib nur länger da, denn ich habe in dieser Stadt ein großes Volk,
Habt ihr euch schon mal gefragt, was groß heißt? Also Gott sagt, ein großes Volk. Man rätselt, wie viel das sind, gell? Ein großes Volk. Wenn Gott sagt, ein großes Volk. Althistoriker sagen, dass zu dieser Zeit Korinth bereits 400.000, 500.000, 600.000 Einwohner gehabt hat. Wenn man sich vorstellt, 1% von 600.000, wie viel wären das? Entschuldigung, ich bin Mathematiklehrer. 6.000, aber ist eine einfache Rechnung. Wenn es nur 1% wäre, wären es schon 6.000. Also ich sage immer, ich glaube, das ist die erste Megachurch. Gell? Das glaube ich. Also zumindest ein paar hunderte Christen waren in dieser Gemeinde. Und der Paulus und der Timotheus sind die Schreiber. Und vielleicht muss man sich das vorstellen wie eine große Hafenstadt wie Hamburg oder Marseille. Mit allen Lastern, die man sich vorstellen kann. Es war Alterssitz für die ausgedienten römischen Sklaven. Die haben sich dort zurückgezogen. Und 2/3 der Bevölkerung waren Sklaven. Die haben dann den alten Herren, den ausgedienten Herren, den Offizieren und den Obersten der High Society gedient. Wenn man sich nur das Verhältnis einmal vorstellt. Der Alterssitz der Ausgedienten und 2/3 Sklaven. Und es blühten alle Laster. Auf der einen Seite Luxus, Leidenschaften, also alle Laster, die man sich einfach in einer großen Hafenstadt vorstellen kann. Für mich ganz markant, Historiker beschreiben Akro Korinth, der große Felsen inmitten dieser Stadt, 600 Meter hoch, und zu dieser Zeit gab es viele Götter, euch bekannt, Isis, Zeus, Apollos, Malka, Seraphis, und jeder hat sich irgendwie seinen Gott ausgesucht, und zu Spitzenzeiten, da war die Liebesgöttin die Aphrodite, und zu Spitzenzeiten, muss man sich vorstellen, waren auf diesem Felsen oben, auf der Akro Korinth, bis zu 1000 Freudenmädchen beschäftigt, und rund um den Tempel für die Aphrodite waren lauter kleine mit Rosen geschmückte Häuschen mit lauter Freudenmädchen, bis zu 1000 in Spitzenzeiten. Von dem her kommt die Redewendung korinthisieren, ein ausschweifendes Sexualleben führen, korinthisieren. Zudem gab es Standesunterschiede, die Philosophenschulen waren extrem wichtig, intellektuell, das war ziemlich wichtig. Handwerk, das ist wie bei uns vor 10, 20 Jahren, gell? Handwerk ist unwichtig, jetzt kommt man wieder ins Gegenteil, Handwerk ist wichtig. Von dem her, ihr kennt das griechische Wort Panause. Panause heißt Handwerker, so ein Panause. Gell? Das griechische Wort für Handwerker, das war nicht wichtig. Wichtig waren die Philosophen, die Denker, die Stoiker, die Epikureer und so weiter. Jeder hat seine Anhänger. Das heißt, Standesunterschiede, Spannungen. Und alles, wenn man sich das so betrachtet, ganz kurz, dann merkt man, das Gleiche findet in der Gemeinde in Korinth statt. Das ist ja logisch. Die kommen ja aus dieser Welt, gell? Und schleppen da jetzt irgendwie Dinge mit. Also in der Gemeinde hat man genauso Gruppierungen, Standesunterschiede. 1. Korintherbrief, beim Liebesmahl sind manche schon den Bauch vollgeschlagen und besoffen, andere haben nur einen Hunger. 1. Korintherbrief, sexuell ausschweifendes Leben ist ein Thema, Götzendienst ist ein Thema, Streitigkeiten ist ein Thema. Und nachdem die Gemeinde einige Jahre existierte, ist Paulus auf seiner dritten Missionsreise und ist in Ephesus. Ephesus ist hier, da herüber ist Korinth, und er weilt 3 Jahre auf der dritten Missionsreise in Ephesus und bekommt Besuch aus Korinth mit einigen Fragen. Missstände werden irgendwie zum Thema, und der Paulus schreibt dann den 1. Korintherbrief, und das kommt ganz klar heraus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, im Brief schreibt der 1. Korintherbrief, ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Daher geht man klar davon aus, in Ephesus der 1. Korintherbrief geschrieben. Und er schreibt über Rechtsstreitigkeiten, Spaltungen, sexuelle Sünden, übers Liebesmahl und so weiter. Kurz nach dem Schreiben, wer den 1. Brief kennt, und ich denke, die meisten von euch kennen den, soweit ich das überblicke, seid ihr schon festgesättelte Christen. Ihr kennt den 1. Brief, und der Paulus schreibt den 1. Brief, und kurz nachdem er den Brief losschickt, die Zweifel, war das jetzt zu hart? Werden die auf mich reagieren? Es ist die Gemeinde, die durch ihn entstanden ist, eine Megachurch, viele Gläubige. Und er hat totale Sorge und hat eine totale Unruhe. Werden die jetzt zornig auf mich sein? Werden die den Brief verstehen? Werden die Buße tun? Wie werden sie reagieren. Und diese Unruhe veranlasst den Paulus,
den Titus zu suchen. Wer jetzt im 2. Korintherbrief schon ein bisschen vorgelesen hat, der merkt, das ist ein großes Thema. Er sucht den Titus. Warum sucht er den Titus? Also er macht sie auf von Ephesus und geht Richtung Troas mit der Begründung, ich habe den Titus gesucht. Vielleicht der Vollständigkeit halber, ich lese Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Und ich lese, damit man es wirklich gut versteht, noch Kapitel 7, Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, also ja, bitte, schaut mal mit, er macht sie auf, Ephesus schreibt den 1. Korintherbrief. Macht sie dann Sorgen, wir werden es reagieren. Ist zu hart, werden sie Buße tun. Sind sie jetzt beleidigt? Und er macht sie auf die Suche nach Troas, weil nämlich der Titus in Korinth war. Und er findet in Troas den Titus nicht. Die ganze Stadt ist offen für das Evangelium. Ich würde in meinem Leben wahrscheinlich nicht so reagieren. Ich würde mich freuen, Martin Peth mit mir. Eine ganze Stadt ist offen, da werden wir evangelisieren. Der Paulus macht sie auf, lässt die Stadt offen sein und geht weiter nach Mazedonien. Da kennt ihr Philippi, Neapolis, Beröa. Das kennt ihr. Warum geht er dort hinüber? Ja, weil er endlich wissen möchte, wo ist der Titus, wie geht's dem Titus und wie geht's den Korinthern? Und das kommt jetzt in Kapitel 7, Vers 5 raus. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Befürchtungen. Der aber die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus, nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er eurethalb getröstet wurde, als ihr uns kundtat, eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich umso mehr freute. Also endlich dann in Mazedonien ein Zusammentreffen und die gute Nachricht, da gibt's Buße, da gibt's Eifer, da gibt's irgendwie ein Sehnen nach dem Paulus. Also, und der Paulus ist total glücklich. Das ist so der Background. Und die Sorge, es war ein falscher Apostel in Korinth. Das kommt im Brief ganz klar heraus. Und diese falschen Apostel haben die Autorität des Paulus untergraben, haben ein falsches Evangelium gepredigt, haben den Paulus schlecht gemacht und wollten den Paulus entfremden zu den Korinthern und an sich binden. Und das Ergebnis waren dann Kapitel 12, Vers 20, die Befürchtung, wenn ich dann komme, dass unter euch immer noch Neid ist, Streit ist, Verleumdungen, Ohrenbläserei, Aufgeblasenheit, Streitigkeiten und so weiter, Unordnung. Und so geht man davon aus, nachdem er da oben zusammentraf und die Neuigkeiten von Korinth erfahren hat, dass von hier aus, von Mazedonien, um circa 56 nach Christus, also ist nicht so viel, erster Brief, zweiter Brief, der zweite Brief des Paulus an die Korinther geschrieben wurde. Das war jetzt eine Kurzzusammenfassung für euch, damit wir ein bisschen wissen, wo wir sind. Mich persönlich begleitet der Paulusbrief viele Jahre und sehr viele Jahre intensiv auf vielen Lehrdiensten, Freizeiten, aber mich persönlich hat er sehr ermutigt, weil dieser zweite Paulusbrief ist der persönlichste Paulusbrief, den es gibt, der persönlichste. In diesem Brief öffnet der Paulus sein Herz. In diesem Brief schildert er seine Gefühlsbewegungen. Er redet davon, dass er weinen muss. Er redet von Tränen. Er berichtet von Nöten, von Verzweiflung, von Schwachheit, von Schwierigkeiten, von keinen Ausweg sehend, von körperlichen Leiden. Also wenn man den Brief immer wieder als Bibelstudierender zu Beginn einmal 20, 30, 40 Mal durchliest, den ganzen Brief, oder sie anhört, da merkt man immer Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. Kämpfe, Satansanschläge, Streit, falsche Apostel, körperliche Leiden, Verzweiflung, irgendwie keinen Ausweg sehend. Also der Brief ist voller Schwierigkeiten. Und das Schöne, der Paulus lenkt den Blick nicht auf sich, sondern Paulus heißt ja wortwörtlich der Kleine, der Geringe, sondern er lenkt den Blick auf Gott. In dem Brief ist Gott im Mittelpunkt und das Thema ist wie bei, ist es bei euch auch so, ihr geht bei der Haustür rein und dann ist irgendwo Schlüsselkastel.
Da liegen die Schlüssel oder ist irgendwo aufgehängt, meistens gleich neben der Eingangstür. Und so sagt der Paulus und der Timotheus, schreiben gemeinsam an diese Heiligen, wünscht Gnade und Friede. Griechischer Gruß, hebräischer Gruß, nach Gnade, das was Freude bereitet, Charis, kommt dann Friede. Gell? Und dann kommt er gleich zum Thema. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und dann steht der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in allerlei Drangsal. Warum? Damit wir die trösten können, die Trost brauchen. Wie trösten wir die? Mit dem Trost, den wir von Gott empfangen haben. Also das Thema für diese Tage ist Trost in all diesem Lebenswahnsinn. Darf ich das so sagen? Trost in all unseren Drangsalen. Trost in jederlei Hinsicht. Und der Paulus verweist nicht auf sich, sondern auf Gott. Also der Benedikt Peters erzählt bei der Auslegung zu diesem zweiten Korintherbrief, dass er in eine Situation kam, da er hat einen großen Missionar, er hat irgendwie gespürt am Herzen, ich muss dem jetzt was sagen, ich muss da mal korrigieren. Auch ein Missionar braucht manchmal Korrektur, ist auch nur ein Mensch. Und der Benedikt erzählt, und ich wollte irgendwie der Missionar, der viele Gemeinden gegründet hat, ein Segen war an mehreren Kontinenten, ich wollte dem etwas sagen, ich wollte ihn korrigieren. Und wie hat der Missionar reagiert? So quasi, wer bist du? Durch mich sind hunderte Gemeinden entstanden. Durch mich ist das und jenes passiert. So quasi, was willst du mir sagen? So tritt Paulus überhaupt nicht auf. Der Paulus tritt ganz anders auf. Er ist der Geringe. Er ist der Kleine. Er sagt, ich habe Schwierigkeiten. Ich habe Kämpfe. Ich bin manchmal verzweifelt. Am Leben, haben wir jetzt gelesen, Kapitel 1, Vers 8. Ihr glaubt, jetzt ist es vorbei mit uns. Aus, das Todesurteil in uns tragend. Also, es ist so, dieses Wort, was hier steht, wir wollen, Kapitel 1, Vers 8, dass ihr nicht unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal in Asien betrifft, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Das Übervermögen ist das gleiche Wort wie beim Esel. Man lädt dem auf und auf und auf und auf und irgendwo Übervermögen, was passiert? Irgendwann sagt er zusammen. Das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Übervermögen. Es war so viel Not, so viel Drangsal. Wir haben keinen Ausweg. Wir haben geglaubt, jetzt ist vorbei mit uns. Es ist aus, tot, Ende. Also der Paulus ist ganz ehrlich mit uns und erklärt uns von seinen Nöten. Und er sagt in Vers 9, warum solche Sachen manchmal passieren müssen mit ihm und mit uns. Wir selbst hatten das Urteil des Todes in uns. Und dann steht auf das unser Vertrauen, was steht dann? Nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott. Wenn du in Situationen kommst, wo du keinen Ausweg mehr siehst, dann bleibt da nichts anderes wie über, als wir ganz auf Gott zu vertrauen. Gell? Also da musst du es eigentlich lernen. Da musst du es lernen. Also ich persönlich weiß ja nicht eure ganz genauen Lebensumstände. Gibt es bei euch Menschen, die Nöte durchleben? Seid ihr manchmal verzweifelt? Gibt es bei euch so etwas wie Schwachsein? Gibt es in Grasau Schwierigkeiten oder seid ihr fern von Schwierigkeiten? Ist es bei euch ausgeklammert? Kennt ihr das, dass es Lebensumstände gibt, wo du sagen musst, es ist mein Lieblingsvers, mein persönlicher Lieblingsvers geworden, keinen Ausweg sehend? Ich bin relativ viel unterwegs, also ich arbeite seit vielen Jahren zu 50% im Lehrdienst und habe dann 50% frei für die Geschwister. Die Heimatgemeinde stellt mir so zur Verfügung für euch und bin relativ viel unterwegs. Und manchmal geht es mir so, keinen Ausweg sehend. Und wie geht es weiter? Aber? Keinen Ausweg sehend. Wie geht der Text weiter? Aber? Nicht ohne Ausweg. Das ist so schön. Bei unserem Gott gibt es nicht. Geht nicht, gibt es nicht. Gell? Geht nicht, gibt es bei unserem Gott nicht. Ich kann mich gut erinnern, eine Gemeindesituation, wo ich aktuell helfe, ich war eine Predigtreihe, jeden Sonntag bin ich gekommen, habe irgendwie beim Einladen der Geschwister zu Hause am Sonntag immer gemerkt, Schwierigkeiten, da gibt es totale Schwierigkeiten in der Gemeinde. Und irgendwie haben sie Vertrauen gefasst und sich mir anvertraut. Und dann haben aber viele Familien in der Gemeinde klar gemacht, Franz, aber das hat keinen Sinn. Wir probieren das schon 10 Jahre, es ist einfach sinnlos. Und mir ist auch so erschienen, also das Problem, die Probleme, die mir geschildert wurden, denken wir, ist irgendwie fast unmöglich. Gell? Aber
Ich habe gelernt, Geschwister, und mit dem möchte ich euch ermutigen, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Es ist unser Gott, ist der allmächtige Gott. Und wie wird er vorgestellt? Der Gott, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen, da kann man es jetzt mit dem Textmarker dick anstreichen, der Gott allen Trostes. Also unser Gott wird genau zu diesem Thema passen, das Thema sind Schwierigkeiten aller Art. Und unser Gott wird genau dementsprechend so vorgestellt. Der Gott allen Trostes und der Vater der Erbarmungen. Das ist unser Thema. Das ist unser Gott. Und so wie wir der Leiden teilhaftig sind, sind wir auch des Trostes teilhaftig. Und ein kurzer Überblick für euch. Im ersten Abschnitt, den wir nach einer kurzen Pause dann nach dem ersten Teil uns anschauen werden. Es beginnt mit zwischenmenschlichen Problemen. Es beginnt mit Entzweiung. Wie steht jetzt eigentlich dieser komische Paulus zu uns Korinthern? Wie stehen eigentlich die Korinther zum Paulus? Wie steht es eigentlich zwischen den Geschwistern? Da geht es um den Ausgeschlossenen aus dem ersten Korintherbrief wahrscheinlich. Wie steht es unter den Geschwistern? Es geht um zwischenmenschliche Probleme. Das Zweite, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, wenn es das bei euch gar nicht gibt, dann können wir den zweiten Vortrag streichen. Das Nächste, am Abend heute, die Gefahr, bei allem, was auf mich einströmt, sagt der Paulus, Gemeinden gründen, das Reisen, die Gefahren am Fluss, die Gefahren der Heiden, die Gefahren der Juden, die ganze Sorge um die Geschwister, die ganze Evangelisation, eine ganze offene Tür, gell? Wieder neue Gemeindegründungsarbeit, die Sorge um die Korinther, die Sorge um den Titus und dann muss ich den dort krank zurücklassen und der wäre mir fast gestorben. Manchmal geht es mir so, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, kennst du das? Burnout, völlig, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Die Gefahr aufzugeben. Bei mir kommt es in meinem Leben immer wiederkehrend, meine Frau kennt es schon, sage jetzt, Franz steckt wieder den Kopf in den Sand, aber irgendwie geht es dann vorbei, weil unser Gott nämlich da ist und hilft. Das dritte Thema, ihr werdet dann merken, wenn ihr die Schlüsselbegriffe beim Studium ein bisschen betrachtet, hier ist Herrlichkeit, wir werden verwandelt, der neue Bund von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ohne den neuen Bund, was wären wir, wenn nicht Gott an uns etwas täte? Und dann plötzlich ein Bruch, plötzlich geht es um Zelt und Gefäß und Haus und Behausung und er meint deinen Leib, so wie du hier sitzt, dieses Zelt, diesen Leib, dieses Gefäß. Es geht dann um körperliche Probleme. Gibt es die bei euch? Außer graue Haare und Haarausfall, Hans. Körperliche Probleme. Und das Schöne, er sagt, auch wenn dieser äußere Mensch verfällt, gell, wird doch der Innere erneuert und irgendwann kriegen wir ein neues Gefäß, ein neues Zuhause. Gell. Schlüsselbegriff, dieses Gefäß, dieser Leib. Dann wahrscheinlich eine der Hauptsachen, worauf er hin will, er muss korrigieren, er muss betrüben. Sie machen eine Sache, sie sind in einem gleichen Joch mit den falschen Arbeitern. Es muss auch in unserem Leben manchmal, wenn du falsche Wege gehst, irgendwie eine Korrektur geben. Das brauchen wir auch, gell? Das gehört auch leider zu unseren Problemen dazu, dass nicht mit der Bekehrung so quasi geht alles nur stracks bergauf und alles läuft wie am Schnürchen, sondern manchmal verirrt man sich. Manchmal geht man in eine Sackgasse, dann fällt man auf die Nase oder ist einmal in Sünde verstrickt oder hat einmal ein bisschen einen falschen Blick und man braucht Korrektur. Was ist der Schlüssel? Buße, Umkehr und dann gibt es wieder Trost und Freude. Letzten Endes gibt es dann zwei Kapitel. Wer es liest, der merkt schon, Wahnsinn, jetzt gibt es zwei Kapitel, da geht es ums Geben. Zwei Kapitel. Da geht es ums Geldgeben. Anlass ist die Hungersnot in Jerusalem und die Heidengemeinden werden aufgefordert, nachdem der Segen von Jerusalem ausgehend gekommen ist, dann haben wir zumindest jetzt die Pflicht, ihnen zu helfen, weil es ist Hungersnot. Also um was jetzt geht, zwei Kapitel geben. Ich formuliere es für mich freiweg so, Existenzkrise. Also Hungersnot ist für mich Existenzkrise. Existenzkrisen. Gell? Und der letzte Abschnitt hört auf und sagt, angesichts dessen, was alles auf mich wartet und die Probleme, die vor Ort sind, ich bin einfach nur schwach.
leiblich schwach, ich habe einen Dorn im Fleisch, gell? Angesichts der Herausforderungen Korinth, schwach, aber das Schöne, es gibt einen Gott, der mich stärkt. Wer ein bisschen schon informiert ist und gelesen hat, der merkt, dieser zweite Korintherbrief lebt von Gegensätzen. Entzweit, aber das Ziel ist versöhnt. Schlüssel ist Vergebung. Ermattet, aber wir werden verwandelt. Der Herr lässt uns nicht im Stich. Wie gut ist, dass wir Menschen kennen, die Christen, die im Burnout waren und der Herr hilft heraus, gell? Wie schön ist das? Sterbend, aber lebend. Arm, aber in Christus reich gemacht, gell? Der Brief lebt von Gegensätzen. Schwach, aber stark. Damit ihr nicht glaubt, das ist die Herleiner Sonderlehre. Ich lese Kapitel 4, Vers 8. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, aber das Leben Jesu wird in meinem Leben offenbar. Also es gibt ein Wort, jetzt habe ich es eh schon fast verrotten. Was ist das häufigste Wort? Aber. 80 Mal kommt aber vor. Gell? Total verzweifelt, total schwach, total am Boden, total ohne Ausweg. Aber. 80 Mal, ich würde sagen, ist das Schlüsselwort. 80 Mal kommt aber vor. Ich behaupte, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte gläubig und habe schon einiges an Not miterlebt. Aber, genau, aber. Ich behaupte, dass in dem Brief alle Nöte, die ein Mensch erleben kann, innerlich, äußerlich, zwischenmenschlich, dienstlich, finanziell, existenziell, alles, was ein Mensch erleben kann, da gibt es das göttliche Aber. Ja? Also darum behaupte, ich behaupte, bin auch in der Seelsorge sehr viel tätig, das ist die Grundlage für jegliche Form christlicher Seelsorge. Weil dort gibt es nicht eine billige Antwort, ja, es wird schon wieder gut. Der Gott allen Trostes ist schon da. Ihr werdet merken, es gibt eine gottgemäße Antwort, eine handfeste Antwort für unsere Lebensprobleme. Und das macht wirklich Mut. Das macht wirklich Mut. Ein Missionar besuchte, macht Heimaturlaub, besuchte Österreich und Deutschland und hat viele Gemeinden besucht. Und am Schluss war er bei uns im Wohnzimmer und er sagt, das ist schon, jetzt war ich so lange nicht hier. Und er hat wirklich viele Gemeinden besucht und sagt, es gibt doch so viele entmutigte Christen, so viele, die am Boden liegen, so viel Streit, so viel ungelöste Probleme. Und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, nehmen wir das ernst aus dem zweiten Korintherbrief? Nehmen wir es wirklich ernst? Also ich bin kein Schönfärber. Also ich habe mich 1991 bekehrt, durfte mithelfen beim Gemeindeaufbau. Mittlerweile erleben wir wieder Aufblühen. Vor ein paar Jahren haben wir positiv geteilt. Wir versuchen wieder positiv zu teilen. Letztes Mal hat ein älteres Ehepaar bei uns, die haben Kinder gezählt, bei uns von 0 bis 15. Dann gibt es bei uns eine Jugendarbeit, die blüht gerade auf. Da sind 30 bis 40 Jugendliche. Und das alte Ehepaar, die betet immer für die Kinder. Ich weiß unsere Zahl nicht auswendig, aber jetzt weiß ich's. Die haben gesagt, Franz, weißt du, wie viele Kinder wir haben von 0 bis 15? Sage ich, nein. 50 Kinder von 0 bis 15 haben wir. 50 Kinder. Wir haben sehr viel im Missionsdienst mitgeholfen, Missionare unterstützt. Wir haben auch die dunklen Seiten erlebt, die Schwierigkeiten, die Streitigkeiten. Ich kann euch sagen, das hier ist wirklich für göttliche Lösung. Das ist wirklich, um die Füße auf den Boden zu bekommen. Gottgemäße Lösungen für unsere Probleme. Kapitel 1, Vers 4, und er wurde getröstet. Warum wird der Paulus getröstet? Damit er die trösten kann, die Not haben, die Korinther. Wisst ihr, dass das ziemlich praktisch ist? Also wie kannst du jemand anderen trösten, indem du selbst getröstet wurdest? Sonst zum Beispiel passiert ein Ehepaar, eine andere Gemeinde, ein junges Ehepaar, ein Kind war schon unterwegs und die haben solche massive Probleme gehabt. Sie hat einen Freund gehabt, christliches Ehepaar. Und sie waren so verzweifelt mit ihrer Situation und irgendwer hat sie gedacht, ja, vielleicht kann man Franz und Carina anrufen, die können vielleicht helfen. Und wir haben
mit diesem Ehepaar gelesen und haben uns beraten, haben das Hohelied gemacht. Da geht es 8 Kapitel um Beziehung. Und Gott hat die Ehe einfach wiederhergestellt. Er hat uns einfach verwendet. Und wie, wisst ihr, wie es einfach gegangen ist? Wir haben sie getröstet. Wie? Mit dem Trost, ich kann es einfach ehrlich bekunden, 2009 war unsere große Krise, wo wir als Christen, das darf man auch nicht laut sagen, aber ich traue mich das mittlerweile, auch an Scheidung gedacht haben, weil es uns zu schlecht ging. Und mit dem, wie Gott uns geholfen hat, ist genau, was er hier sagt, mit dem Trost, mit dem wir von Gott getröstet wurden, können wir andere trösten. Eine Mutter, die ihr einziges Kind verloren hat, kann eine andere Mutter, die gerade dasselbe durchmacht, besser helfen als jeder andere. Oder noch besser, ein Vater, der seinen einzigen Sohn verloren hat, kann am besten diejenigen trösten, die einen ihrer Lieben verloren haben. Frei übersetzt, der Text: gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit. Der Gott, der uns in jeder Not tröstet, in allen Schwierigkeiten ermutigt, der uns und steht uns bei, sodass auch wir andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir zu Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden, aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir leiden. Wenn wir ermutigt werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Das gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Mit dem Trost, mit dem wir von Gott getröstet wurden, werden wir euch trösten. Ich kann mich gut erinnern, ich war im Ausland, in Kroatien, habe versucht, in einer Gemeinde Älteste zu schulen und ich war nie alleine. Und ich habe einen Bruder mitgehabt, viel älter und viel erfahrener als ich. Und ich kann sagen, die jungen Brüder da in Kroatien in der Gemeinde, die sind irgendwie auf seinen Lippen gehangen. Das war viel, was der erlebt hat, der alte, gediente, erfahrene Bruder, der viele Jahre im Ältestendienst stand. Das war viel hilfreicher als wir meine geistreichen Predigten. Gell? Also mit dem, was wir erleben, können wir anderen weiterhelfen. Eines Tages in unserem Bundesland, bin am Sonntag eingeladen zu einer Predigt, die Zeit ist vorbei, der Älteste sagt zu mir: Franz, ihr seid heute bei dem und dem Ehepaar eingeladen. Ich habe die vorher nicht gekannt, sage: Wieso sind wir dort eingeladen? Weil die haben einen Sohn, der macht ihnen totale Probleme. Und der Älteste hat gewusst, wir haben einen von unseren Vieren, der hat uns, wie er 16 war, totale Probleme gemacht, mit Schulabbruch und Drogen und ich habe nur mehr geweint. Völlig verzweifelt. Und der Älteste kannte unsere Geschichte und was hat er gesagt? Also ihr seid einfach bei denen eingeladen, weil da war die letzte Woche, das war Chaos. Gell? Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, kann man es selbstverständlich. Gell? Und uns verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft, weil man teilt das gleiche Schicksal, man kann es irgendwie verstehen, man kann sich hineinfühlen. Mitarbeiter, die selbst das Handtuch schon werfen wollten, die sind mir ein großer Trost. Und in dem Brief wird ganz klar, wo die Gemeinde entsteht, Apostelgeschichte 18, da helfen ein Ehepaar mit. Wie heißt das Ehepaar? Aquila und Priscilla. Warum sind die in Korinth? Warum sind Aquila und Priscilla in Korinth? Der Text sagt, weil Claudius alle Juden aus Rom vertrieb. Die sind geflüchtet aus ihrer Heimat. Gell? Ich für mich persönlich, also ich bin sehr heimatverbunden, ich bin so gerne zu Hause. Für mich gehört es zu einer der schlimmsten Sachen. Du wirst entwurzelt, dir wird alles zu Hause weggenommen, du musst deine Lieben verlassen. Diese Not wurde letzten Endes gebraucht und diese zwei wurden zum Segen. Die haben in Korinth geholfen, die haben in Ephesus geholfen, die haben Paulus begleitet, die haben dann den Apollos zu sich geholt, wahrscheinlich war sie die Begabtere, weil es sehr untypisch ist, dass die Frau zuerst genannt wird, und die haben den Apollos zu sich geholt und haben dem Apollos ein bisschen weitergeholfen, dem großen Gelehrten, und Apollos wiederum, steht dann im Text, kam nach Achaia und war der ganzen Provinz Achaia dienlich und auch den Geschwistern in Korinth. Also Gott hat einfach diese Not benutzt zum Segen. Die Not von Paulus war so groß, er hat in Apostelgeschichte 18, 19 Trost gebraucht. Und der Trost von Gott war so groß, er sagt: Bleib in dieser Stadt,
Ich habe ein großes Volk. Rede weiter, niemand soll dich angreifen, frei übersetzt, dir Böses tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und der Trost Gottes war so groß, dass er noch wie lang blieb ist? Noch ein Jahr und 6 Monate. Also es war ein großer Trost. Gut. Letzten Endes, was da in Kapitel 1, Vers 8 passiert ist, bleibt Spekulation. Warum er am Leben verzweifelt ist, welche Situation das genau ist, da sind sich die Ausleger nicht einig. Philips hat recht treffend gesagt, zu dieser Zeit waren wir völlig überfordert, die Last war mehr, als wir ertragen konnten und wir sagten uns schon, dass dies das Ende sei. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, wo es bei dir zwickt. Welche Themen für dich interessant sind? Gibt es körperliche Nöte? Gibt es irgendwie Nöte, wo man in eine Sackgasse geht? Gibt es zwischenmenschliche Probleme? Gibt es finanzielle Sorgen? Ich will niemand zu nahe treten. Vor mir braucht sich niemand outen. Unser Herr kennt ohnehin jeden persönlich. Manchmal gibt es Jahre, das war bei mir 2009, da denkt man sich, es trifft mich überall. Gell? Kennst du sowas? Manchmal denkt man sich, das gibt es ja nicht. Also das war bei mir 2009. Da war das mit meinem ältesten Sohn. Bis dorthin war es relativ easy. Plötzlich denkt man sich, jetzt haut sich ein Vogel raus. Gell? Entzweiung mit meinem Sohn. Das war genau die Zeit, Entzweiung mit meiner Frau. Ich war im Dienst völlig überfordert, 2009. Ich bin nicht mehr zum Ältestentreffen gegangen. Ich habe dann meine wirklichen Freunde kennengelernt, also meine ältesten Brüder bis heute. Die waren dann so eine Stütze für mich. Die sind nicht jeden Sonntag gekommen, anklagend, sondern waren einfach da. Haben einfach Anteil genommen. Einfach zugehört. Und ich war ein paar Wochen gar nicht in der Gemeinde, weil es mir so schlecht ging. Es war dann körperlich die Zeit, wo meine Frau eine Diagnose bekam, körperlich, von der sie nicht will, dass ich öffentlich darüber spreche. Und meistens, wenn so ein Paket geballt daherkommt, der Teufel weiß das ganz genau, wird man dann noch ein bisschen in Sünde verstrickt. Ja. Und das Finanzielle kenne ich auch nicht wie der Paulus, aber ich habe von Anfang an alles auf eine Karte gesetzt, reduziert gearbeitet. Mein Papa hat gesagt, spinnst du? Du arbeitest reduziert, du kriegst ein Kind nach dem anderen, 4 Kinder innerhalb von 5 Jahren, also der fünfte, das vierte Kind ist auf die Welt gekommen, wie das älteste 5 Jahre alt war, also unsere 4 Kinder sind relativ eng beisammen, das geht sich aus, gell, rechnerisch. Und dann sagt der Papa zu mir, und jetzt tust du nur reduziert arbeiten, also irgendwie, irgendwas tickt bei dir nicht richtig. Und dann der Zweifel und die Angriffe, war das schon richtig, weil man dann kennt man natürlich auch einmal finanzielle Herausforderungen. Man fühlt sich schwach und das war eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Aber das Schöne ist es, dass unser Gott immer da ist. Ein Vers gefällt mir in der Einleitung besonders gut, Vers 10, welcher uns von so großem Tode errettet hat Vergangenheit und errettet Gegenwart. Und auf welchen wir unsere Hoffnung setzen, dass er uns auch ferner in Zukunft retten werde. Das ist schön, gell? Das ist mein Gott, das ist auch euer Gott. Also sonst würde ich hier heute nicht hier stehen, wenn 2009 das Ende gewesen wäre. Es ist der Gott, der heute der gleiche ist, der rettet, der hilft, der da ist, der Mut macht. Also zusammenfassend, abschließend für den ersten Input, Gott ist nicht der am Chefsessel sitzt, im Thron des Himmels und der schickt ein paar Enkel, er hat natürlich einen schöneren Sessel wie den, gell? Und drückt ein paar Knöpfchen, nein. Unser Gott ist der Gott, der Anteil nimmt. Er ist der Gott allen Trostes. Er ist der Vater der Erbarmungen. Er hat Mitleid. Er ist da. Er fühlt mit. Er kennt die Nöte des Lebens. Und in den Nöten des Lebens wird man klein. Und Spurgeon hat gesagt, der Schlüssel zu den Herzen ist in den Kammern des Leidens aufgehängt. Kennst du das? Ich kenne das sehr gut. Menschen, Prediger, Männlein und Weiblein, Christen, die sofort immer Antwort haben, die alles besser wissen, die mir sofort sagen, das musst du tun und du hast einen Fehler gemacht. So große, ganz große. Denen vertraut man sich nicht gern an. Aber kleine Menschen, die durch
die Kammern des Leidens gingen, die irgendwie erfahren haben, mein Gott hilft mir wieder auf, gell? Und der ist da, die nicht immer alles gleich besser wissen und mir sofort eine drüber ziehen, sondern die irgendwie mit mir auch barmherzig sind und liebevoll sind, denen vertraut man sich gerne an. Da gehe ich gerne hin und sage, darf ich mich mit dir unterhalten? Also ein Ausleger, den ich sehr schätze, der hat gesagt, der zweite Korintherbrief ist Evangelium für die Diener Gottes. Also gute Botschaft für alle, die hier sitzen. Wirklich Evangelium, gute Botschaft für alle, die hier sitzen. Machen wir 10 Minuten Sauerstoffpause, pünktlich um 20 vor.